Sayo ist eher still und spricht so gut wie nie. Es ist nicht leicht, sich ihr Vertrauen zu erkämpfen. Sie ist eine Assassine aus einem fernen Land, die von einer bestimmten Organisation angeheuert wurde, um einen gewissen Huan aus dem Weg zu räumen, der angeblich einst eine wichtige Mission besagter Einrichtung sabotierte. Doch als sie ihr Ziel endlich gefunden hat, konnte sie ihren Auftrag nicht mehr zu Ende bringen. Aus irgendwelchen Gründen hat es sie voll erwischt. Zudem erfährt sie von Huan die finstere Wahrheit über ihre Auftraggeber. Seine großkotzige Art ist für sie kein Problem, aber sie gibt ihm oft genug zu verstehen, dass sie ein Auge auf ihn hat und er es bloß nicht übertreiben soll. Sie begleitet die Gruppe bei ihrer Reise, um sich den Anführer eben genannter Organisation vorzuknöpfen. Dieser soll sich angeblich in der Pokémon-Liga niedergelassen haben. So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin Wonder Wedlock Challenge. Oh yeah. Und ja, wir möchten Schutznummer einsetzen. Wir stehen immer noch hier am Wasser. Wir konnten jetzt gerade final Abschied nehmen von Scarlet. Und ganz im Ernst, ich habe irgendwie erst nachdem ich den letzten Part beendet habe, was da eben passiert ist. Weil das hat mich total out of nowhere getroffen irgendwie. Ich meine, ja, das war ein gefährliches Team, das habe ich ja schon vorher gesagt. Aber irgendwie hätte ich nicht damit erwartet, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das passiert. Aber es ist passiert. Im gleichen Atemzug habt ihr aber auch direkt unser neues Teammitglied kennengelernt. Ich zeig's euch nochmal hier. Sayo, das Tentoxa, als neue Partnerin von Huan. Auch wenn die beiden eine, etwas merkwürdige Begegnung hatten. Wie ihr ja eben im Intro hören konntet. Die Gute ist still und achtet auf Geräusche. Also perfekt, um ihren eigentlichen Job als Assassine gerecht zu werden. Doch irgendwie, irgendwas muss Huan an sich haben, dass man ihn einfach nicht hassen kann. es ist im Meisterball gefangen, übrigens ziemlich krass. Surfer, Säurespeier, Geheimpower und Giftspitzenhals als Angriff-Moves. Ja, jetzt habe ich doch genau wieder das. Ich habe jetzt leider nicht so die große Vielfalt im Moveset. Das Problem ist, ich hatte die Wahl zwischen Zickzack, was für mich keine Option darstellt, Tentoxa, Resladero oder Pinsir. Das Problem ist, mit Pinsir teilen sie sich drei Schwächen. Also ich hätte eigentlich gerne Pinsir genommen, aber Feuerschwäche, sind halt beides Käfer-Pokémon, ne? Gesteinschwäche und, was war das noch? Feuer, Gestein und, ich komme gerade irgendwie nicht drauf. Es war auf jeden Fall noch eine gemeinsame Schwäche. Resladero hatte die Psycho-Schwäche geteilt und ebenfalls die Flugschwäche. Ja, Flug war das andere noch. Und Tentoxa teilt nur die Psychoschwäche und Tentoxa hat immerhin auch eine gute spezielle Verteidigung, sodass es eventuell auch weggesteckt werden kann, falls es auf ein Psychotreffen kommt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und übrigens eine Sache noch ganz kurz. Ach ja, genau, ihr habt es gerade vielleicht gesehen. Ich habe noch ein ganz kleines bisschen, als ich Sayo hochgezogen habe, noch Sophie und Kaito ein paar Level-Ups verholfen, damit sie nicht mehr ganz so krass einen Unterschied haben zum anderen hier. Und mir ist aufgefallen, ich glaube, ich kann hier noch Pokémon fangen, oder? Route 190, also generell auf all diesen Wasserrouten. Ich werde das machen, ne? Ihr müsst mich aber darauf hinweisen, ob ich hier wirklich... Hallo, kannst du jetzt mal herkommen? Mann, bist du auch ausreichend gegen Sonnenbrand geschützt? Ich hoffe doch. Naja, jedenfalls, ich glaube, ich kann hier noch überall Pokémon fangen. Falls nicht, dann sagt mir das bitte, dann werde ich das rückgängig machen. Aber ich werde jetzt gleich mal, sobald der Schutz ausläuft, hier ein paar Pokémon fangen und direkt Wonder traden. Und Sayo darf jetzt erstmal hier zeigen, was sie so drauf hat. Das ist natürlich ein bisschen blöd, gegen Wasser-Pokémon jetzt hier zu kämpfen. Oh, Geheimpower. Mit einem Wasser-Move quasi. Senkt erstmal den Angriff. Alles Klärchen. Ich habe übrigens auch ein bisschen das Inventar aufgeräumt. Er hat gerade eben gesehen, Sayo trägt den Expertengurt. Passt irgendwie. Flop. So, ganz still assassiniert das Goldini hier. Bleibt sogar ein Volltreffer. Furienschlag. Ach Gott. Ach Gott, muss das denn sein? Also ich habe das Inventar, ich habe die Beleber verkauft, habe Nagel verkauft und so weiter und so fort, habe mir wieder ein paar Tränke besorgt. Das Übliche halt. Platsch. Und jetzt wollen wir uns hier ein bisschen durchprügeln. Ich muss aber ernsthaft mal schauen, ob ich wirklich die ganze Wasserroute abgehen möchte, beziehungsweise die ganzen Wasserrouten, weil wir müssen bedenken, 35 ist Level Cap und es kommen noch, auf dem Weg nach Baumhausen City kommen noch einige Sachen, die wir machen müssen auch. Und da bin ich dann nicht sicher, ob ich hier wirklich die ganze Route abgehen kann, überhaupt. So, Säurespeier! Platsch! Hätte Surfer machen sollen, das hat ihn noch so gekillt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sayo, good job. Und Alice wurde besiegt. Die haben alle so schöne Namen. Au, scheiß, Alice, Ashley, alle hier auf der Wasserroute. Alles Namen, die ich sehr, sehr hübsch finde.
Ja, Alice ist ja ein Name, den ich häufig selber als meine Spielfigur benenne. So, da habe ich gerade ein Pokémon gesehen. Route 109, oh, das ist gerade wieder abgetaucht. Ja, bleib mal stehen da oben. Bleib du mal ganz locker da, damit wir dich einfangen können. Ist da überhaupt was jetzt? Ne, ich wollte sagen, das war einfach nur so ein Strudel. Da aber. So, sehr schön. Route 109. Fangen wir also unser Routen-Pokémon. Wie bereits gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt schon eins gefangen haben, aber ich meine nicht, weil ich glaube, wir haben ja keine Angel und wir hatten Surfer nicht. Also, nee, eigentlich könnte das ja, auf gar keinen Umständen haben wir das schon. Auf gar keinen Fall. Wickel. Blub, mach lieber mal Säure. Speier. Zayo, zeig mal hier, was das für ein Pseudo-Tentoxer ist. Was hab ich mit dem Pseudo? Das ist ja einfach nur ein Tentacher. Keine Ahnung, ich wollte es gerade irgendwie kreativ beleidigen und mir ist nichts eingefallen. Deswegen einfach nochmal Surfer hier. Sehr schön. Ich hoffe, das Problem, also wir kriegen auf jeden Fall, sobald wir in Baumhausen waren, auf dieser Route da unten, die Route vor, also da, wo wir Troy treffen werden gleich. Auf der Route können wir auch Zauberschein kriegen und das ist natürlich schon mal eine ganz gute Attacke für Tentoxer. Und da bin ich schon sehr gespannt. Aber ich weiß noch nicht, ob wir die erst nach Baumhausen kriegen, also quasi, wenn wir von der Hinterseite kommen oder wenn wir schon, ob wir es schon vorher bekommen können. Das weiß ich gerade nicht, das müssen wir dann herausfinden. Auf jeden Fall, yay, Mann, Tentacher wurde gefangen. Ich denke, den Wonder Trade machen wir aber erst, wenn wir die ganzen Routen abgegangen sind. Alle hier. So, Hallöchen, Qualle, männlich. Dankeschön und willkommen auf der Box, ready getauscht zu werden. So, aber hier waren auch noch mehr Trainer, oder? Lass mal wieder den Schutz aktivieren. So, kommen wir gleich direkt auf eine neue Route kommen wir gleich direkt schon mal. Das ist ganz schön. Haben wir hier nicht schon gekämpft? Ja, ne? Du warst der... Ja, ach doch, natürlich da. Und hier waren die beiden, das liebende Pärchen, was unser Herz zerrissen hat. Obwohl wir ihnen gar nichts Schlimmes getan haben. Richtig mies. Was sagst du dazu? Haha, du kannst dem Onkel nicht dabei zusehen, wie er einen großen Fang macht. Ich meine, du kannst dem Onkel dabei zusehen, wie er einen großen Fang macht. Dem Onkel... Wer sagt denn sowas noch? Armin. Armin Angler. Tentacher. Schon wieder. Schon wieder. Da benutze ich doch lieber mal Geheimpower. Ich finde es so krass, dass Sayo aus dem Meisterball kommt. Aber wie gesagt, irgendwie das passt ja zu ihr, ne? So. Assassiniere sie. Ihn. Entschuldigung. Genauigkeit sinkt erstmal hier und er trifft das schon direkt wieder nicht. Perfekte Taktiken hier. Sayo hat's drauf. Richtige Badass. So, und wieder ein Level Up, 29. Sehr, sehr schön. Ja, das ist gut. Der Onkel hat wohl zu viel versprochen. Also, wie gesagt, ich halte Sayo für die beste Wahl als Partner für Ruan. Ich habe euch die Begründung ja genannt. Sie teilen zwar immer noch eine gemeinsame Schwäche, aber die Spezialverteidigung, es ist ja still. Das heißt, die Spezialverteidigung wird erhöht. Was ziemlich gut ist. Falls wir mal auf Psycho-Pokémon treffen, heißt es also, wir sind nicht chancenlos direkt. Im Gegenteil, wir können uns definitiv zur Wehr setzen. Ahoi, willst du auch zu Seewoge Malvifo? Nö, noch nicht. Ich werde da gekonnt vorbeischwimmen, weil ich da erst reingehen werde, wenn wir auch wirklich Taucher haben. Umberto, du schickst ein sehr gutes Wasser-Pokémon ins Rennen, weil das kann ich mit Gift auf jeden Fall auch sehr effektiv treffen. Wunderbarst! Hier, Säurespeier! Und ich finde es schön, dass wir Tentoxer im Team haben, auch wenn der Anlass dazu natürlich alles andere als schön ist. Aber ihr wisst, ich bin ein riesen Tentoxer-Fan. Ja, ja, hier, mach mal nass alles, ist okay. B-b-b-bum. Ah, das ist was wir bei dieser Wedlock, ich meine, wir haben zwar sehr viel Glück bisher gehabt, bei vielen Situationen schon, das wisst ihr. Aber eine Sache, die bei dieser Wedlock bisher am kritischsten ist, die Typenabdeckung ist nicht so gut. Ah, ich schaffe es nicht. Also wir haben viele Teams, die sich einige Schwächen teilen und auch gegen manche Pokémon höllische Probleme haben. Und das ist nicht allzu einfach. So, Supertrank, hier Sayo. Einmal schön. Sayo heißt übrigens irgendwie sowas wie Geboren in der Nacht oder Kind der Nacht oder irgendwie sowas. Fand ich ganz passend. Rate mal, wer auf den Wellen herangeschaukelt kommt. Halte ich gut fest. Es ist nämlich ein Ass-Trainer. Ja, das sehe ich. Der letzte Ass-Trainer da oben hat mir schon echt Sorgen gemacht. Er hat fast Scarlet im letzten Part platt gemacht mit Makago. Hätte er sogar geschafft, wenn er die ganze Zeit eingeäschert hätte. Hatte aber nicht. Pech für ihn. Nur leider hat es im Endeffekt uns auch nicht viel gebracht, weil es an der Gesamtsituation kaum was änderte. Säurespeier! Ich liebe Säurespeier, das ist so eine coole Attacke. Einfach mal die Spezialverteidigung um 2 Stufen senken und dazu nur angreifen, das ist echt, finde ich nice, wirklich gut. Vorher konnte es Säure und es gibt einfach keinen Grund, Säure über Säurespeier zu spielen, weil beide Attacken sind gleich stark und Säure kann eventuell die Spezialverteidigung des Gegners um 1 Stufe senken.
Säurespeier senkt die Spezialverteidigung immer um 2 Stufen. Hm, merkt da was, oder? Ja, da wieder einmal merkst. Oh, Kapilz. Kapilz sollte eigentlich ziemlich gut sein. Wir haben zwar mit Huan etwas sehr Effektives, aber ist egal. Kapilz sollte eigentlich nichts haben, was uns irgendwie gefährlich wird. Wir haben auch Neutraltorso als Fähigkeit. Das ist ziemlich gut. Mir wäre zwar, ich bin zwar nicht sicher, ob mir Kloakensoße lieber gewesen wäre, aber eigentlich, ich glaube, Neutraltorso wird uns in den meisten Fällen eher nutzen. Einfach weil es allgemeingültiger ist. Ich meine, gut, wann saugt ein Gegner uns mal aus, ne? Ja, das kommt halt mal vor mit Egelsamen oder Gigasauger oder sonst was, aber eher in den seltenen Fällen. Sayo hat auf jeden Fall ja einen ziemlich guten Auftakt bisher. Meine Strategie ist baden gegangen, schlief. Heul nicht, Junge! Da sind wir mit allen schon Level 30. Ja. Immerhin ist unser Team jetzt wieder dicht beieinander. Das heißt, ja, und bald gibt es wieder Entwicklungen, Leute. Bald gibt es Entwicklungen. Ah, wir sind auf einer neuen Route. Schon wieder ein Ast-Trainer da oben. Das gefällt mir nicht. So viele Ast-Trainer hier. Ah, hier, wildes Pokémon. Verscheucht. Das wollte ich nicht. Du da. Willst du nicht? Doch, der Ort spielt keine Rolle. Für uns Ast-Trainer ist es nicht wichtig, wo wir trainieren oder kämpfen. Wie gesagt, zur Sevogemalven vor da oben werden wir jetzt noch nicht gehen. Ansonsten von Ast-Trainer Rilana. Schöner Name. Repeat es. Ja, und unten war der passende Trainer mit Sengo. Ich verstehe schon. Gut, dass sie so viele Ast-Trainer sind. In dem Sinne, dass wir hier mit unserem Wasser-Pokémon auch was reißen können, tatsächlich. So, Surfer! Boom, einfach weggeschwemmt, die Gefahr. Sehr, sehr schön. Ah, Herr Toxa ist so ein cooles Pokémon und so mächtig, mächtig. Sayo ist paralysiert, das ist jetzt allerdings nicht so gut. Du kannst unseren Auftrag nicht verhindern, Vipites. Kannst du nicht, kannst du ganz gar nicht. Surfer, guck hier. So, was kommt da gleich als nächstes Pokémon? Huan ist schon ganz hibbelig, er will auch mal wieder kämpfen. Vor allem nach dem Schock vom letzten Mal. Ja gut, aber gegen Schwalboss, nee. Nee, gegen Schwalboss lasse ich ihn natürlich nicht ran. Flügelschlag, ja gut, sollte aber auch nicht... gar nicht mal so wenig Schaden. Natürlich jetzt nicht allzu gefährlich, aber... trotzdem, na, man muss aufpassen hier, man muss aufpassen. Ich überlege mir, vielleicht hole ich mir doch mal... Top-Genesung demnächst. Ich meine, ich habe gesehen, in Grapheport City konnte ich Top-Genesung tatsächlich kaufen. In Blütenburg City ging es ja nicht, erinnert euch. Vielleicht ging es auch nicht, weil wir nicht genug Orden hatten. Also ich glaube ja, ich glaube in der 6. Gen ist das anders geregelt, dass es quasi nicht an die Stadt gebunden ist, sondern ja nachdem, wie weit man ist, glaube ich. Das ausrechnen an diesem Ort. Ja, aber das ist halt schlimm daran. Was ist denn jetzt so schlimm daran? Biam, super Trank. Und nochmal. Und am besten noch direkt den Paraheiler hinterher. So, und schon ist Sayo höher als ihr Mann. Sehr gut. Ich frage mich, wie das wird, wie die Team-Synergy wird. Ich meine, ja klar, Sayo ist zwar mit Huan zusammen, aber sie hat ja auch schon deutlich gemacht, dass sie nicht jedem so vertraut. Vertrauen fällt ihr schwer. Und immer sind auch noch 4 andere Mitglieder. Sie müssen ja immer miteinander klarkommen, alle, nicht wahr? Mein Lügenbold von einem Freund meinte, wir würden Bikini stehen. Ah, ich erinnere mich an diesen Dialog. Ich erinnere mich an diese Trainerin. Eine Herausforderung von Schwimmerin Sieglinde. Du siehst genauso aus wie die gute Alice da oben, möchte ich mal nebenbei anmerken. Und du schickst ein Weilmeer ins Rennen. Weilmeer, weil der das kann. Okay, dann Giftschock. Walzer, schon wieder so eine Attacke, die ich jetzt ja ehrlich gesagt nicht sehen möchte. Die aber durchaus kommen könnte. Ah, okay, Weißnebel, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Bevor der Walzer uns gefährlich wird, müsste er sowieso erstmal 3-mal rauskommen, denke ich. Und beim übernächsten Angriff ist er schon weg. Huan, streng dich an. Streng dich an. Klatsch den Gegner einfach um. Nicht verwirrt sein. Alles in Ordnung. Sehr gut. Ich weiß, du bist verwirrt und das war immer noch ein großer Schock für dich im letzten Part. Damit hat er ja selber nicht gerechnet. Ihr habt es ja gesehen. Er dachte, sie schafft das schon. So, zack. Danke für die Erfahrungspunkte. Och, nö. Genau das dachte ich mir auch gerade. Och, nee. So. Dann noch das Item. Ein Sternenstück. Wir dürfen hier auf Route 108. Also, wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch ein Pokémon fangen müssen. Ich muss mal schauen, vielleicht gehe ich erst... Also ich überlege mir tatsächlich, ich gehe vielleicht nur bis Faustauhaven und den Rest erforschen wir dann an anderen Mal. Aus Gründen, die offensichtlich sind. So. Wenn ich Angst habe zu überleveln. So. Da, das nächste Pokémon. Route 118. Unser... Routenmon. Das ist ein Pelipper sogar. Stimmt, klar. Klang
tief genug, um ein Pelipper zu sein. So, warte mal, Säurespeier würde ich sagen. Einfach mal anspucken. Und ich spiele einfach. Ich habe genau, ich habe oben gegen einen Astrainer eine Revanche gemacht beim Training. Und der hatte dann auch einen Pelipper. Also von Wingull zu Pelipper. Das war relativ nervig, weil ich ihn kaum weggekriegt habe. Mit Zayo. Ist das dein Ernst, mein Freund? Kannst du bitte auch was anderes machen? Du warst voll. Okay, du heilst dich jetzt nicht mehr komplett. Oh Gott. Oh Gott, was ist das denn? Was ist denn das, liebe Leute? Es geht ja auf keine Kuhhaut, geht das nicht. Nicht heilen, sehr gut. Gegenstoß. Mach ruhig Gegenstoß. Ich werfe jetzt einfach einen Superball. Und hoffe innigst, dass du da drin bleibst. Da, Superball, los! Bam, auf den Schnabel geworfen. Ja. Schön. Klasse, Mann. Pelipper wurde gefangen. Und wird später direkt gewandertradet. Wieder ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Alles schön und gut. Das ist einfach so krass. Ne? Passiert sowas. Und jetzt ist alles wieder, wirkt alles wieder, als wäre alles in Ordnung irgendwie. Das ist mal der Schrecken einer Nuzlocke oder Wetlock Challenge. The show must go on. Könnte man auch als Motto sehen. So, jetzt haben euch beide geheilt. Und schon kann es hier weitergehen. Gleich kommen wir wieder auf eine neue Route. Ich liebe das Meer. Wenn ich schwimme, kann ich alle meine Probleme hinter mir lassen. Muss schön sein, ne? Eine Herausforderung von Schwimmerin Marion mit einem Wingull. Einem Wingull! Da möchte ich allerdings nicht mit Ruan kämpfen, weil Flügelschlag und so. Digga, komm, das ist Level 24. Das sollten wir eigentlich, ne? Das ist sogar schneller, krass. Es ist sogar schneller, das überrascht mich jetzt schon. Das ist nur halt Aquawelle eingesetzt. Natürlich überlebt er das gerade so. Ruckzuckieb, na gut, okay, dann ist er auf jeden Fall schneller. Dann natürlich auf jeden Fall Giftschock! Und das war's für Wingull. So, mal gucken, was er noch so hat. Schmerbe. Kurz überlegen, ob er irgendwas Gefährliches kann, aber ich wüsste nicht was, ehrlich gesagt. Deswegen werden wir ihn einfach mal Silberhauchen. Warum meine ich nicht, ja, Silberhauch? Komm, Werteboost. Du bist Ruan. Yeah! Ruan, der Unbesiegbare. Also jetzt macht er kurz einen Prozess mit allem, was noch kommt, außer er verwirrt sich jetzt. Und beziehungsweise er wird jetzt verwirrt. Nee, wird er aber nicht. Sehr gut, dann nimm Psy-Strahl. Zeig den Gegner alle Attacken, die du drauf hast, mein Freund. Das war's für Schmerwunden. Level-Up ist auch noch mit dabei, habe ich gehört. Jawohl. Sehr nice. Pudos reicht Level 31. Da kommt Weimer. So, was hast du für mich übrig? Ich habe nichts für dich übrig, außer einen Giftschock. Ist jetzt vielleicht ein Schock für dich, aber da musst du durch. Oh, schade, der überlebt sogar. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Da hätte ich auch genauso gut zwei Psy-Strahl einsetzen können. Gut, dass ich nicht die ganze Zeit verwirrt werde durch Aquawelle. Ja, wir wissen, nur Edward verwirrt mit Aquawelle. Aber mittlerweile hat er Aquawelle nicht mehr, weil wir zu Surfer gewechselt haben. Denn Schaden über Status. In diesem Fall jedenfalls. Auch wenn wir bisher wirklich viel Glück damit hatten. Trotzdem. Das stresst mich total, wenn ich verliere. Ja, dann kämpf nicht. Wenn du nicht kämpfst, kannst du auch nicht verlieren. Dein Mund ist übrigens immer noch sehr merkwürdig. Sieht so schief aus. Das fand ich damals schon und ich finde es heute immer noch. Wir sind immer noch auf Route 108. Schutz-Item wirkt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das nicht mehr wirkt. Mein Traum ist es, in allen Meeren dieser Welt zu schwimmen. Das ist schön für dich. Und das erzählst du mir aus welchem Grund? Weiß er selber nicht, der liebe Oswald. Mit seinem Tentacha. So, Juan, da kann er auf jeden Fall gut was gegen machen. Ich habe den Psy-Strahl. Auch wenn er eine gute Spezialverteidigung und so, na, wird wahrscheinlich nicht mal die Hälfte abziehen. So wie ich ihn kenne. Ja. Yep. Nicht mal die Hälfte. Aber hey, Blendpuder zeigt mal wieder Wirkung ohne Ende und der Gegner verfehlt. Das war ein, ja, wollte gerade sagen, das war aber ein Volltreffer jetzt. Das war aber ein Volltreffer. Was kommt als nächstes? Ein Pelipper. Nope. Nope. Nicht mit Ruan. Sayo, zeig mal wieder, was du drauf hast. Pelipper wird von Oswald in den Kampf geschickt. Säurespeier. Oh, ist okay. Ist okay. Gleich ein Surfer wird das Problem dann schon regeln können. Habe ich mir sagen lassen. Nein, irgendwann muss es ja passieren. Wenn man so oft von Aquawelle getroffen wird, dann kann es ruhig auch mal passieren. Es sollte nicht passieren, aber was willst du machen? Es ist passiert, ne? Surfer sollte aber ausreichen. Weil Surfer macht lustigerweise mehr Schaden als Säurespeier.
auch wenn es nicht sehr effektiv ist, einfach weil Säurespeier macht gerade, kommt mit Stab auf 60 und Surfer kommt mit Stab und halbiert auf, keine Ahnung, irgendwas mit irgendwas zwischen 60 und 70, glaube ich. So werde ich es niemals schaffen, meinen Traum zu verwirklichen. Also nicht viel stärker, aber ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ein kleines Vieh macht ja bekanntlich auch Mist. Ne? So, wir mal gucken, wo sind wir jetzt hier? Haben wir schon Route 119? Wie komme ich auf 19? Route 107 meine ich. Gucken wir, ob wir noch... Nein! Noch ein wildes Pokémon sehen. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Na toll. So viel dazu. So viel dazu. Na, noch ein wildes Pokémon. Für unsere Sammlung. Oh, da ist wieder ein Doppelkampf. Das heißt wieder Gefahr. Na gut, dann eben nicht. Leute. Das war's dann erstmal für heute mit Pokémon Omega Rubin Wonder Wedlock Challenge. Beim nächsten Mal weiter auf dem Weg nach Faustau Haven. Und ich denke, sobald wir da sind, wird's Zeit nach Baumhausen zu gehen und den Rest dann einen anderen Ball nachzuholen, sobald das Level Cap erneut angehoben wird. Weil, wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass wir sonst später nicht mehr kämpfen können. Naja, wie gesagt, das war's für heute. Bis dahin. Ciao.